grüßt euch. Wir machen heute Übung im Wiedemann. Annahme ist in der Stadelbrand. Wir fahren mit beiden Fahrzeugen. Übung bei der Freiwilligen Feuerwehr in Hopferau. Das Sagen haben hier Evelyn und Isabella. Fragen dazu? Aha, packen wir's. Seit 17 Jahren ist Evelyn bei der Feuerwehr und seit gut einem Jahr die Kommandantin in Hopferau. Für die Werkzeugmechanikerin und junge Mutter ist damit ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Mein Papa war Kommandant, 24 Jahre lang. Und der hat immer alle angerufen, wo zur Feuerwehr. Bei uns kann man mit 16 anfangen. Und der hat immer bloß die Kalle angerufen. Und habe ich gesagt, wieso rufst du bloß die Kalle an? Und ich gesagt, ja, also, wenn ich mal so alt bin, ich fang an. Und so bin ich damals zur Feuerwehr gekommen. Mit zwei Freundinnen haben wir zu dritt als erste Mädels in Hopferau angefangen. Inzwischen sind 5 Frauen bei der Hopferauer Dorffeuerwehr regelmäßig im Einsatz, bei fast 100 aktiven Feuerwehrlern. Und Evelyn hat da den Hut auf. Annahme ist eben, dass es da brennt. Da vorne ist der Hydrant. Wir legen die B-Leitung daher zum Fahrzeug. Jetzt sagen wir, bauen wir auf. Egal ob bei der Übung oder im Einsatz, Evelyn muss den Überblick behalten. Als Kommandantin trägt sie die Verantwortung, dass alles rund läuft. Und sie muss den Männern sagen, wo es lang geht. Dann vielleicht noch ein Warndreieck aufstellen, einmal in die Richtung, einmal in die Richtung. Und zieht den Schlauch gleich von der Straße, dass wir den nachher halt auf der Straße haben. Chefin in einer Männerdomäne. Die junge Mutter hat kein Problem damit, sich da auch durchzusetzen. Mei, es kommt bestimmt mal ein blöder Spruch, aber ich kann nur einen zurückgeben. Das ist das kleinste Problem. Was kommt da so? Ja, mei, wenn man jetzt einen Ölspruch hat und dann Gott sei Dank kehren, dann ist ja, also, wo ich noch nicht Chef war, ja, also für die Kehren sind doch eigentlich die Frauen zuständig, so Standard halt. Ja, mei, dann siehst du, ich war dafür eine Woche auf Lehrgang, dass ich dir das Kehren schaffe, also kehrst selber. So, Klaus, dann 2 B-Schläuche in die Richtung zum Verteiler. Evelyns Stellvertreterin ist Isabella. 2 Frauen an der Spitze einer Feuerwehr. Bis heute ist das in Bayern eher die Ausnahme. In Hopferau ist das Kommandantinnen-Duo seit 1,5 Jahren Alltag. Und langweilig wird's als Feuerwehrchefin nicht. Gerade wenn man jetzt noch arbeiten geht und auch Evelyn mit dem Kind und alles. Schon viel Arbeit, aber es macht einfach auch Spaß, wenn wir dann so Übungen wie heute haben, auch wenn das Wetter nicht immer ganz gut passt. Aber das gleicht dann auf jeden Fall die ganze Arbeit auch wieder aus. Wassermarsch! Wassermarsch! Als Industriemeisterin hat es Isabella auch beruflich fast nur mit Männern zu tun. Die Mannsbilder mal rumzukommandieren, ihr macht's Spaß. Auf jeden Fall. Also rumkommandieren, ich meine, am Einsatz, ja, braucht's mehr Kommandos. Wir üben ja auch an den Übungen, aber meistens ist ja eine Zusammenarbeit, nicht nur Kommandos geben. Die Männer sind froh, dass die beiden den Chefposten übernommen haben. Und dass 2 Frauen jetzt das Sagen haben, sie haben damit kein Problem. Mei, dass man rumkommandiert wäre für Frauen, sind wir ja von daheim auch ein bisschen gewohnt. Aber nein, das macht es echt gut. Ich glaube, der Respekt ist schon ein bisschen größer. Auch von der Kerle her. Sie horchen auf jeden Fall besser, manchmal glaub ich, wie bei der Kerle selber. Ich sage mal, es macht keinen Unterschied, ob du jetzt eine Kerle was schaffst oder eine Frau. Das ist, eigentlich ist es die gleiche Arbeit, die du tust. Übung beendet, Wasser halt! Nur 10% der gut 300.000 Feuerwehrler in Bayern sind Frauen. Vom Führungspersonal ist gerade mal 1% weiblich. Das ginge auch anders, beweisen die Chefinnen aus Hopferau. Kein Hexenwerk, ist nichts dabei. Kann auch jede Frau. Evelyn und Isabella hoffen, dass bald mehr Frauen ihrem Beispiel folgen und bei der Feuerwehr den Ton angeben. Und das nicht nur hier in Hopferau.